Moin. Moin. Na? Na? Kaffeekiste. Ja. Ist ja furchtbar. Was sagst du? Ist ja furchtbar. Den zeig ich dir. Wollt ihr runterbringen, oder? Ja, bringen sie runter. Alles klar. Er hat eine Kiste. Jetzt kommt eine Kiste. Ah, jetzt kommt die Kiste. Oh, oh mein Gott. Mei. Oh mein Gott. Schön, Lever. Ja. Yes. Auf alle Fälle den Umbau und dann später mache ich noch die Kiste. Bin ja mal gespannt, was da drin ist. Vom Nachbarn, die Kiste. Für 10 Euro gekauft. Mein Sohn. Ich weiß nicht, was drin ist. Keine Ahnung. Jetzt hat sie mir einen Kaffee da gelassen. Finde ich nett. Mach nicht, ich pack jetzt aus. Ich hätte erzählt, was drin ist. Wahrscheinlich wieder nur Kram, aber für 10 Euro kann man erstmal nicht verkehrt machen. Oder man kann alles verkehrt. 10 Euro wegwerfen ist natürlich auch blöd. Aber reicht, es ist wie immer Haushaltskram. Ist aber auch was Brauchbares bei ein bisschen Altöl. Nee, Wasch und Wachs. Konzentrat 2 in 1. Das gute Masch und Wachs. Oh ja. Zum Waschen der Fahrräder. Ein Zwiebelhäcksler. Gebraucht und Müll. Eine Kaffeemühle, die ist okay. Kaffeemühle lässt sich immer gut verkaufen. Die sieht auch noch schön aus. Die kriegt man verkauft. Kann ich nicht lesen. Ich weiß nicht, was da drauf steht. So, hier, Sheriffs Kühltasche. Müll oder Kram oder was auch immer. Irgend so ein Dings, Bums. Fleischwolf ist es ja nicht, Gemüsewolf. Auch Müll oder Kram. Ein fast jüdischer Leuchter. Ein Kosmetiktäschchen oder wie sagt man, Kulturtasche. Und die typische Gobelin-Tasche dazu. Ah, ein Mini-Werkzeugset. Also das ist auch Kram, Trödel. Hier, Mini-Werkzeugset. Absolut Multitool. Made in Germany, echt. Um Himmels Willen. So weit schnell hier. Oh mein Gott. Wie schlecht muss es den Leuten gehen? Wunderschön. Kram. Ah. Ah. Ah sein. Ha? Ja. Das ist mit Stahl auf jeden Fall. Stahlwaren. Das ist aber so ein M, was nach dem L kommt. Das ist so ein, ne, für unter der. Ach, das ist natürlich sicher, das ist. Keine Ahnung. Das ist. Stahlmehlwaren? Gibt es sowas? Ein altes Küchenutensil. Eine Küchenmühle, Reibe. Oh Mann. Die kann man festschrauben. Finde ich gut. Oh, die Taschen, ey. Wie hässlich. Ah, so ist das. Klemmleuchte. Abgeschnitten. Jetzt sind wir in der Küche angelangt, offensichtlich, weil das alles hier
von der Brigitte kochen und einfrieren und das große farbige Salat. Irgendwie sind die Farben verfälscht. Ja, also wenn der Salat so aussieht, sah in den 70er Jahren alles so aus. So sieht es schon besser. Oh, Bücher und Vasen und Bücher. Die letzten Stunden daheim. Ostpreußens Schicksal in schwerer Zeit. Eieiei. Kommt auf die Seite. Eine Vase. Amphoren. Vase. Angeschlagen, leider am Boden. Noch eine Vase. Ilmenau. Hört sich nicht gut an. Hört sich an wie ein Panzer. Noch eine Vase. Eieiei. Für den stylischen Haushalt von heute. Angeschlagen. Ah. Kann man hier überhaupt kochen mit dem Mixer? Kochen mit dem Mixer. Das hört sich ja schon wirklich schlimm an. Noch ein Täschchen. Kulturtäschchen. Der grüne Heinrich, den kennen wir. Das ist noch große Zähne. Ach der, ja. Das Ei und ich. Das Robert ist diese Woche. Das Krankenalbum oder so. Neu. Ah, oh Mann. Die Mühle zu Husterloh. Ein altes Buch. Auf jeden Fall ein altes. Verschollene Jagdgeschichten aus der Weltliteratur. Naja. Und noch ein Präsentkorb. Und dann wartet auch. Oh, was ist da drin? Oh. Das war kein überhaupt nicht brauchen. Das ist natürlich. Ach, ich freue mich ja nicht ausgepackt. Wie sei überhaupt mit eingepackt wurde. Kolditzer Porzellan. In Glasur. Eieiei. Gut. Also hierbei hat sich's nicht gelohnt. So, warte mal. Der Zehner wird man bestimmt wieder bekommen, ja. Zehner bekomme ich. Zehner krieg wieder, aber das war's, okay. Da ist nichts zu lösen. Das Ding schnell heute. 9 Minuten 47. Aber da ist auch echt nichts drin. Echt Müll. So, also was soll ich dazu sagen? Heute war wohl eher der Flop, liebe Leute. Ne? Der Flop von heute. Statt heute. Also heute war es wirklich eine Dolle. Das Beste daran ist die Kiste, in die es eingepackt ist. Würde ich mal fast behaupten. Also eine Kaffeemühle war drin, wenn wir ganz realistisch sind. Für die kriegt man 10 Euro. Aber da muss man auch schon 2-3 Mal hin und her laufen. Also das ist kein Preis, wo einem denn der Händler sofort sagt, kauf ich für einen 10er, verkauf die weiter für 20. Also man bekommt 10, maximal 15 Euro vom Endkunden. Und dann ja, ist das schon schwierig. Der Rest ist Schrott. Angeschlagen, kaputt oder Gebrauchsporzellan. Sowas brauche ich nicht. Ja. Das weiß ich vorher nicht. Dafür sind die anderen Kisten manchmal sehr gut. Und deswegen werde ich das doch weiterhin so machen. 10 Euro pro Kiste. Ewig. Und ihr seht, wenn natürlich nur noch Schrott kommt, das geht natürlich auch nicht.
Aber 10 Euro pro Kiste ist immer eine gute Mischkalkulation. Da ist meistens was Jutet mit dabei. Und auch in der Kiste, ich bekomme 20 Euro ungefähr. Die bekomme ich auch relativ schnell. Aber man muss halt die Kiste bewegen für einen Zehner. Hin und her schleppen, machen, tun. Ja, weiß ich nicht. Also da hat man 10er woanders schneller verdient, als jemand da 30, 40 Teile hin und her bewegt. So viel dazu. Also mal sehen, was die nächste Beute heute bringt. Diesmal war es nicht so erfreulich und nicht so, wie sagt man, lukrativ. Bis dann.